Diese handgemachten Schuhe sind feinste Handwerkskunst. Meisterwerke eines jungen Schuhmachertalents aus dem Odenwald. Hallo, mein Name ist Marco Salgado Moreira. Herzlich willkommen in meiner neu eröffneten Schuhmacherwerkstatt. Kommt doch mit. 25 Jahre ist der Schuhmachermeister jung. Hier zu Beginn sehen wir direkt meinen Meisterbrief zusammen mit dem Meisterstück. Mein ganzer Stolz. Erst vor wenigen Tagen hat er die Schuhmacherwerkstatt in Michelstadt eröffnet. Zeitgleich arbeitet er noch in der Werkstatt der Städtischen Bühnen in Frankfurt. Schon als 10-Jähriger hat er sich mit Schuhen beschäftigt. Ich habe früher sehr gerne Eishockey geguckt und wir hatten in der Wohnung schön alles mit Fliesen ausgelegt. Und da bin ich irgendwann als Junger auf die Idee gekommen, mir Papier über die Füße zu stülpen und dadurch die Wohnung zu rutschen. Es hat halt besser geklappt. Und aus Papier wurde dann irgendwann Stoff. Und dann dachte ich, ach, da könnte ich doch auch mal Schuhe machen. Da habe ich angefangen zu zeichnen. Das war wirklich so die Grundidee. 2015 hat er seine Lehre in Frankfurt begonnen und 3 Jahre später erfolgreich abgeschlossen. Mit seinem Gesellenstück, den rot-schwarzen Derbyschuhen, wurde er Kammersieger. Dann Sieger des Landes Hessen und schließlich Bundessieger im Schuhmacherhandwerk. Mit maßgeschneiderten Schuhen will er nun im Odenwald punkten. Ist das nicht ein Risiko? Trägt sich das? Klar ist hier vielleicht die Kundschaft nicht so da. Trotzdem gibt es aber auch hier bestimmt einige, die immer noch Wert auf Qualität haben und auch Geld, das gewisse Geld dann dafür zahlen wollen. Andererseits ist ja auch so, dass in Frankfurt die Konkurrenz einfach viel höher ist. Von daher sehe ich da schon gewisse Chancen. Martin Schlingmann aus Bad König Oberkinzig ist selbst Handwerker. Der 61-jährige Schreinermeister schätzt die Qualität. Heute wird Maß genommen. Also ich finde einmal das Schuster- oder Schuhmacherhandwerk einfach toll. Das ist Handwerk, das ist hausgemacht, das ist hier im Odenwald produziert. Und das ist nachhaltig und das finde ich einfach super, super gut. Und ich bin manchmal irgendwo unterwegs mit anderen Handwerkern und dann möchte ich einfach ein bisschen angeben können und sagen, ich habe einen Schuh von Marco hier in Michelstadt gefertigt, von Hand gemacht und das finde ich einfach so super. Also einfach riesenstolz. Zwischen 30 und 40 Stunden, je nach Bedarf auch mehr, steckt Marco in die Schuhe ohne das Vorgespräch. Das hat seinen Preis, ab 2000 Euro geht's los. Diese Schuhe, die der Marco mir jetzt macht, die werde ich so fein behandeln. Die kriegen Ehrenplatz bei mir im Regal. Und ich werde die jedem zeigen. Ist einfach richtig fantastisch. Und so viel Arbeit steckt in einem maßgeschneiderten Schuh. Als erstes wird ein sogenannter Blauabdruck gemacht. Bei dem wird der Fuß an verschiedenen Stellen ausgemessen. Und diese Maße werden auf den sogenannten Leisten übertragen, sodass man quasi ein Abbild des Fußes aus Holz hat. Dann wird eine Skizze des Schuhs, wie er mal aussehen soll, erstellt. Der Schuh besteht aus mehreren Teilen. Diese Teile werden dann, wenn sie ausgeschnitten sind, auf Leder übertragen und ausgeschnitten. Zusammengenäht sieht das Ganze dann so aus, wie man hier erkennen kann. Das ist ein Teil, das ist ein Teil. Und so setzt sich der Schaft dann quasi zusammen. Und dann kommt die Brandsohle. Dann wird quasi der Schaft Schritt für Schritt mit Hilfe der Zange und den Zwicknägeln an der Brandsohle fixiert. Dann wird alles vernäht, wie auf dem Bild, oder auch nur verklebt. Rund 30 bis 40 Paar Schuhe besitzt Marco selbst. Viele hat er natürlich selbst gemacht. Klar, dass oft die Freundin was abbekommt. Freundin habe ich tatsächlich auch schon. Die hat auch tatsächlich schon Schuhe von mir bekommen, war auch überglücklich. Einige Familienmitglieder haben auch schon Schuhe bekommen, warten aber auch noch drauf. Ja, da habe ich schon ein bisschen Druck auch tatsächlich. Zunächst will er sein Geschäft montags, ganztags und samstags, halbtags öffnen. Den Job in Frankfurt behält er erstmal. Selbstständig mit 25 ist Marco schon am Ziel seiner Träume. Mein größter Lebenstraum ist es wirklich, irgendwann mal eine eigene Marke aufzubauen. Eine eigene Schuhmarke. Und da ist so ein bisschen die Idee dahinter, auch wirklich eine sehr qualitativ hochwertige Marke zu haben und quasi das alte Schuhmacherhandwerk mit dem modernen Look von Sneakern oder Sportschuhen heutzutage zu kombinieren. Handgemachte Schuhe aus dem Odenwald. Hochwertig, langlebig und auch ein Zeichen für Nachhaltigkeit.